So, und da bin ich wieder und wir starten nochmal in den Orbit. Und letztes Mal habe ich ja schon festgestellt, dass ich hier ein bisschen zu wenig Treibstoff mitgenommen habe, um wirklich in einen sauberen Orbit zu kommen. Heißt, ich docke hier mal ab, nehme nochmal einen Treibstofftank, nehme ich den großen, aber ich nehme diesen so mittelgroßen, nehme ich hier mal mit. Habe ich denn hier eine Option? Ja, genau die hier. Ich glaube, aus ästhetischen Gründen will ich den hier oben dran haben. So. Und dran ist er. Jetzt ist die Rakete ein bisschen schwerer. Sollte aber hoffentlich noch ausreichen, um auf die passende Höhe zu kommen. Ja, noch mal kurz die Stufen prüfen. Käthe. Genau, ich habe hier die Trockentreibstoffstufen. Dann habe ich hier meine Flüssigtreibstoffstufe. Und die nächste Flüssigtreibstoffstufe. Okay. Starten. Dann würde ich mal sagen, nochmal ein Versuch hier. So, erst einmal. Genau. Mal die ganzen Dinger hier wieder festmachen. Immer noch auf schnellen Zugriff, möglichst schnellen Zugriff haben. Immer dran denken, das Knöpfchen oben zu drücken. Smart gehört hierhin. Die Namen sind echt super. Das muss man dem Entwickler gleich lassen. Auch schön übersetzt. Finde ich auch. So. Ich würde mal sagen, Versuch Nummer 2, die Umlaufbahn zu kommen. Na gut, geschafft hat es ja schon, da werden einfach zu wenig Treibstoff. Deshalb muss man das nochmal zurücksetzen. Okay. Ich würde sagen, 3, 2, 1 und los. So. So, wir stellen die Rakete schon mal. Kommt einen leichten Anstellwinkel. Beobachten, wie der Festtreibstoff runtergeht, bevor man das macht. Jetzt kurz den Anstellwinkel beenden. Vollgas geben. Das hätte ich auch vorher schon tun können. Und auch jetzt immer versuchen, ein bisschen mich nach vorne zu neigen. Also, muss ich gar nicht kommen. Ja, genau. Das brennt jetzt ein bisschen länger. Sieht aber von der Geschwindigkeit und der Höhe her, das sehe ich schon ziemlich gut aus. Ich muss ja nur aus der Atmosphäre herauskommen. Hoch genug zu treiben. Ja, 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 ja. Das genau. Den letzten Schub noch benutzen. Um den Anstellwinkel noch ein bisschen anzupassen. Und Stufe abbrennen. Stufe starten. Stufe beenden. Ich stelle mal sauber ein, dass du auf 90 Grad bist. So werden wir dich später brauchen. Und jetzt heißt es, warten, bis wir den höchsten Punkt erreicht haben. Oh, ich sollte auch das SAS aktivieren. Das erklärt, warum es so schief und warum es ein bisschen Chaps, wir ein bisschen Chaps waren. So. Rechtwinklig. Atmosphäre haben wir gleich verlassen. Die Zielsetzung ist auf alle Fälle schon erreicht. Mal kurz Crewbericht, ob der was Neues ergibt. Oh ja. Mysteriöser Schleim.
Das Experiment behalten wir. Temperatur. Haben wir wohl schon Temperatur gemessen? Druck haben wir hier in der Höhe wohl auch schon gemessen. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Und es geht weiter nach oben. Unfassbar. So, hier. Der Radialfallschirmtest, den haben wir auch abgeschlossen schon. Lass uns doch mal kurz sehen, wie hoch wir kommen werden. 108 Kilometer, nicht ganz so hoch wie letztes Mal. Da merkt man, dass wir mehr Treibstoff hier mitgenommen haben. Aber es ist ein Anfang. So. Das heißt, ich beschleunige mal ein bisschen die Zeit. Stopp. Wo sind wir? Wir sind bei 108, genau. Sauber ausrichten. Wieder in die Karte gehen, damit man sieht. Ja, diesmal haben wir keinen so schönen Kreis. Okay. Dann würde ich mal sagen, Gas geben. Gotti Energie. Und wir werden gucken, dass wir hier auch bei den 90 Grad bleiben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Diesmal müsste der Treibstoff doch ausreichen. Ja, es geht los. Werden wir den Orbit erreichen? Das ist die spannende Frage. Alle Fälle sieht es schon mal sehr gut für den Orbit aus. Bisschen justieren noch. Ja, könnte diesmal mehr Treibstoff, genügend Treibstoff übrig bleiben, um wieder zurück auf wieder zu landen. Ja, reicht. Reicht. Ja, sieh. Und das dreht sich. Und das Fenster schließt sich auch gleich. Was ist denn jetzt passiert? Oh. Oh. Wir sind zu nah an die Atmosphäre rangeraten. So ein Mist. Okay. Waren wohl doch nicht hoch genug für die Aktion. Das könnte auch erklären, warum. Okay. Auf Fahrzeugbau zurücksetzen. Was habe ich hier denn angedockt? Ich habe hier so und so und ich habe hier so eins angedockt. Reicht das noch immer nicht? Vielleicht sehe 144 waren wohl zu wenig.
jetzt gerade selbst etwas am Kniffeln noch. Was kann man denn noch machen? Könnte man die Stufe einfach noch erweitern vielleicht? Warte mal, probier mal was aus. Nein, das wollte ich doch. Koppler. Ob das gut geht, bin ich mir noch nicht ganz sicher. So. Voraussetzt, sie beschädigen das ja nicht. Keine Ahnung. Aber nochmal kurz. Versuchen können wir es mal. Wir dürfen auf alle Fälle eine Stufe höher kommen. Nochmal die Stufen prüfen. Ist das hier dran? Dann kommen die radialen Koppler. Dann mit einem radialen Koppler zusammen startet das. Beides können wir. Nee, das haben wir schon getrennt. Mal hier den Koppler. Okay, Freunde der Nacht. Speichern. Dann versuchen wir doch es noch einmal. Boah. Ich starte dann. SAS ist aktiviert diesmal. Alles bereit zum Berichte aufnehmen. Hier die App noch einschalten. Das finde ich ein bisschen unelegant. Das hätten wir so ruhig machen können, dass man das sauber aneinander schieben kann. Naja. So. Ja, das ist immer, das lief nicht so sauber. Dann probieren wir es doch nochmal. Das ist eindeutig zu heiß gewesen. Okay. Wir erhöhen natürlich jedes Mal auch die Masse, wenn wir was dazu machen. Das ist halt so das Problem, das man bedenken muss. Aber dann Versuch Nummer 3. 3, 2, 1 und los. So, Festtreibstoff beobachten. Ja, man sieht, es dauert jetzt doch schon deutlich länger, bis wir auf die 100 Meter pro Sekunde kommen. So, okay. Das scheint kein Problem zu sein. Vielleicht mal hier den hier auf Maximum stellen. Diesmal. Ja, man hat hier schon erste Schalleffekte dran. Und den hier. Der ist gleich hinten dran explodiert. Jetzt mit vollem Schub nach oben die letzten möglichen Meter. Nicht zu sehr den Anstellwinkel machen, das muss da eigentlich ausreichen. Ich will es doch nicht sicherheitshalber eine gewisse Höhe erreichen, nach dem Desaster vom letzten Mal. Und gleich bereit für die nächste Abkopplung der Stufe. Und jetzt koppeln. Na gut. Lass uns mal schauen. Wie hoch kommen wir jetzt? Sind wir diesmal höher? 189. Ja, das sieht schon etwas besser aus. Okay, dann geben wir dem doch ein bisschen Vorlauf.
ein klein wenig. Ich mal kurz Vorlauf aus. Genau. Parallel zur Oberfläche einstellen. Und vollen Schub geben. Ah, Triebwerk zünden. Hallo? Was ist denn jetzt kaputt? Ah, die Stufe war noch nicht ausgelöst. Warum auch immer. Immer schön hier im Blick behalten. So schön 90 Grad zur Oberfläche sind. Vielleicht ein bisschen mehr, sicherheitshalber. So 85 Grad. Nach der Erfahrung vom letzten Mal. Ja. Nicht parallel, nicht ganz parallel, genau. Ja, komm. Es könnte klappen. Spannung steigt. Wir nähern uns ungefähr dem 50, den Treibstoffstand 50% an. Kurz die Höhe checken. Wir verlieren interessanterweise an Höhe. Das heißt, wir sind noch nicht aus dem Gravitationsfeld ganz raus. Ah, das erklärt natürlich die Probleme, die wir vorher hatten. Aber es könnte trotzdem noch funktionieren. Sagen, infolge dieses Effektes ziehen wir mal ein bisschen den Winkel noch an. Ja. Ja, sehr gut. Jetzt sind wir in einem Orbit und das bremsen wir. So, ganz hübsch ist der Orbit nicht. Aber er ist zumindest mal ein Anfang. Mal kurz gucken, was so an Experimenten möglich ist. So. Jetzt kommen wir so auf die Nachtseite von Carbon. Ich das sehe. Fallen wir eigentlich noch? Ja, wir fallen noch. Tatsächlich. Bei gemäß der Umlaufbahn müssten wir ja fallen, wir sind eigentlich ganz gleichmäßig. Und eigentlich wäre das hier ein guter Punkt, ja, um wieder den Wiedereintritt zu machen. So, okay. Jetzt aber erstmal mysteriösen Schleim beobachten. Behalten. Den Crewbericht können wir auch behalten. Temperatur bringt nichts. Druck bringt leider auch nichts. Okay. Wissenschaft geerntet. Zwei Missionen erledigt. Dann kurz mal. Dann tun wir kurz mal, genau, wir tun kurz mal schnell speichern. Und dann richten wir uns zum Planeten aus. Genau. Und
geben dorthin gehen Vollgas. Dadurch müsste sich unsere Bahn. Ja, genau. So, es wird ein ziemlich flacher Eintrittswinkel, den wir haben. Bin ich mal gespannt, ob das klappt. So. Gut. Das sauber rückläufig ausrichten. Kann man ein bisschen Gas geben. Ja, genau, jetzt sind wir wieder im nicht mehr Umlaufbahnmodus. So, stopp. Abwerfen der Rakete, der Triebwerkstufe, sehr schön. Schön ausrichten. Boah, das ist schon ganz schön flach. Wenn man so guckt, da vorne. Ja, wir werden auch abgebremst dadurch. Das heißt, demnächst müssten wir wieder in den entspannten Modus übergehen, hoffe ich doch. Das sieht ganz gut aus. Also so flache. Ja, das kostet halt schon ganz schön. Man sieht hier auch, elektrischer Strom geht runter. Ich vermute mal für die Kühlung von dem Teil hier. Kurz sehen. Hitzeschild. Drin. Ah, na bitte. Sehr schön. Jetzt. Ah, genau, ja. Es scheint irgendwas mit Kühlung zu sein, tatsächlich. Kann man noch mal kurz gucken, ob wir irgendwo ein bisschen Wissenschaft abgreifen können. Oh, sehr gut. Und wir befinden uns im Sinkflug. Das heißt, ich kann auch mal schon mal meine Bremsfallschirme aktivieren. Und die Geschwindigkeit erhöhen. So, es müsste dann langsam mein zweiter Fallschirm aufgehen. Sehr gut. Wir landen. Sehr gemütlich hier. Wir setzen in wenigen Sekunden auf. Zack. Sehr gut. So, mysteriöse Schleim können wir wahrscheinlich nochmal beobachten. Und damit haben wir es tatsächlich jetzt geschafft, einmal Körben zu umkreisen. Sehr gut. So, was hat uns gebracht? 31,9 Wissenschaft verdient. 201.000 haben wir bekommen. Was sind wir inzwischen? Ja, wir können nur die Kapsel bergen. Das kann man optimieren. Ah, Chepetaya!
Hat Stufe 1 erreicht. Sehr gut. So, das war's für dieses Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne meinen Kanal und schaut euch die anderen Videos darauf an. Ich streame zudem auf Twitch. Alle Links zu diesem und anderen Social Media Kanälen findet ihr in der Kanalinfo. Schaut gerne vorbei. Ich sage dann mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.